Ja, Peter, gib uns doch nochmal ein Zitat. Ja, mein Zitat kommt diese Woche von Thomas Jefferson. Thomas Jefferson war der dritte Präsident der USA, einer der berühmtesten Gründerväter und natürlich ein Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. Was viele Leute vermutlich nicht so sehr wissen, ist, dass Thomas Jefferson ein Deist war, also der glaubt an einen Schöpfergott, der sich dann aber sofort aus der Schöpfung zurückgezogen hat und nicht mehr interveniert hat. Relativ bekannt von ihm ist auch die sogenannte Jefferson-Bibel. Da hat er sich also die Bibel genommen und alles rausgeschnitten, was irgendwie übernatürlich ist. Also er hatte dann seine eigene persönliche Bibel. Die war wahrscheinlich sehr leicht. Die war etwas leichter, ja, genau. Und von Jefferson stammt also dann das folgende Zitat: Die einzige Waffe, die man gegen unverständliche Aussagen einsetzen kann, ist der Spott. Vorstellungen müssen klar umrissen sein. Erst dann kann die Vernunft sich mit ihnen beschäftigen. Thomas Jefferson.